Dave Sherry ist Englands meistgehasster Radfahrer. Sein täglicher Weg zur Arbeit nach London ist für ihn irgendwas zwischen Leistungssport und Krieg. Dokumentiert von 3 Videokameras. Los geht's. The idiot driver. Idiot. Sie könnten jemanden umbringen, wenn Sie mit dem Handy rumfummeln. Also beide Hände ans Steuer und auf die Straße gucken. Verkehrssicherheit, klar? Wenn die Ampel rot ist, müssen die Autos an der Linie dort halten. 3 Punkte. Die Ampel ist rot. Und der erste, ein Taxi. Der Fahrer telefoniert. Warum fährst du hier wie ein Idiot mit deinem Rad rum? Weil ich filme. Ich habe eine bessere Fahrausbildung als du. Nicht sehr sicher für Fußgänger, da durchzugehen. Das sind Berufsfahrer. Hey, Telefon weg, böser Junge. Der 37-Jährige filmt jeden Meter, den er auf dem Rad fährt. Angefangen hat seine Mission vor 2 Jahren mit einem Unfall. Damals hat mich so ein Idiot umgefahren. Ich habe die Polizei gerufen und denen gesagt, was der Autofahrer gemacht hat. Ich hatte aber keinerlei Beweise. Am Ende hat die Polizei nichts unternehmen können. Das war der Moment, als ich mit dem Filmen anfing, um rücksichtslose und leichtsinnige Fahrer zu erwischen. Seither macht der selbsternannte Fahrradsheriff Jagd auf Verkehrssünder. Hier fällt ihm ein blaues Taxi auf. Der Fahrer frühstückt und macht nicht jugendfreie Gesten Richtung Sherry. Ein Fehler. Hier, der Taxifahrer. Er ist beim Fahren. Das ist fahrlässiges Fahren. Hören Sie auf, wütende Handzeichen zu machen. Was ist das Problem? Sie haben gegen Vorschriften verstoßen. Lass mich in Ruhe. Ich habe dein Nummernschild. So schnell gibt Sherry aber nicht auf. Ich zeige dich an. Entschuldige dich. Sag, dass es dir leid tut, dann passiert nichts weiter. Entschuldige dich. Warum denn? Du darfst als Berufsfahrer keine obszönen Handzeichen machen. Was quatschst du mich denn hier an der Ampel an? Du hattest deinen Wagen nicht unter Kontrolle, weil du gegessen hast. Das ist fahrlässiges Fahren. Was soll denn das heißen? Wart's ab. Für ihn ist die Sache noch nicht erledigt. Dave Sherrys Revier, die Straßen von London, sind alles andere als ein sicheres Pflaster für Fahrräder. Unter 4% beträgt der Anteil derer, die täglich das Rad nutzen. In Berlin sind es fast 20%. Allein in den ersten Wochen dieses Jahres kamen schon 4 Radfahrer bei Verkehrsunfällen zu Tode. Das letzte Unglück ereignete sich hier nahe der Victoria Station. Ein LKW überfuhr beim Abbiegen eine Frau. Stop Killing Cyclists ist eine der vielen Kampagnen für sichere Straßen. Es ist Demokratie, wir haben die doch gewählt. Aber aus irgendwelchen Gründen denken die, dass sie sich um diese Art der Infrastruktur nicht kümmern müssen. Aber wir kämpfen dafür. Wir kämpfen wirklich dafür, dass unsere Steuergelder, und ich zahle Steuern, anders als vielleicht mancher Banker es tut, dass dieses Geld genutzt wird für sichere Straßen. Haben Sie das gehört? Wir sollen von der Straße verschwinden. Einer, der London zum Radfahrparadies machen will, ist Bürgermeister Boris Johnson. Hier vor 4 Jahren mit Arnold Schwarzenegger auf Promotour für Leihräder. Die heißen in London übrigens einfach nur Boris Bikes. Wir stellen tausende nagelneue Fahrräder zur Verfügung. Das ist der Rolls-Royce unter den Rädern. Jetzt plant Johnson noch Größeres als nur ein Leihradsystem. Die Stadt will insgesamt 1 Milliarde Pfund in eine fahrradfreundliche Zukunft investieren, inklusive eines Superhighways für Zweiradfans. Wir haben gerade jetzt bekannt gegeben, dass es 2 neue Hauptrouten geben wird, eine von Nord nach Süd, die andere von Ost nach West. Allein die wird 30 Kilometer lang sein. Wir wissen, dass London bis 2030 10 Millionen Einwohner haben wird. Das ist der Grund, warum wir das Radfahren fördern wollen. Es ist ein entscheidender Teil unserer Verkehrsstrategie. Wir investieren 1 Milliarde Pfund in den nächsten 10 Jahren. Das Besondere an den neuen Radwegen, sie sind baulich vom Rest des Verkehrs getrennt und sollen so die Sicherheit der Radfahrer deutlich erhöhen. Das hier ist ein gutes Beispiel. Das ist der Victoria Damm, der zum Parliament Square führt. Was man hier sehen kann, ist, dass wir einen breiten Streifen für die Busse entworfen haben.
Die Radfahrer sind daneben komplett vom übrigen Verkehr abgetrennt. Außerdem wissen wir, dass 80% der Unfälle zwischen Radfahrern und Autos an Kreuzungen passieren. Deswegen gehört zum Konzept, dass wir Radfahrern an den Ampeln früher grün geben, sodass sie sicher vor den Autos losfahren können. Dave Sherry wähnt sich indes auf einer Mission. Mit seiner Videojagd auf Verkehrssünder glaubt er, die Straßen sicherer machen zu können. Es ist im Grunde wie im Kriegsgebiet. Und Fakt ist, die Radfahrer verlieren den Krieg. Ich versuche nur, die Kräfte auf der Straße gerechter zu verteilen. Mit den Kameras ermögliche ich, dass Verkehrssünder zur Rechenschaft gezogen werden können. Hunderte Videos mit Beinaheunfällen und Verkehrsverstößen hat er auf seinen eigenen Videochannel bei YouTube hochgeladen. Fucking asshole. Freundliche Reaktionen folgen auf die Belehrungen eher nicht. Als Zugabe für andere Leidtragende liefert der fünffache Vater auch gleich Kommentare und Gesetzestexte mit. Sein Videopranger gefällt nicht jedem. Kein Wunder, dass die folgende Szene die meistgeklickte ist. Daheim vor den Toren Londons wertet Cherry jeden Abend die Ausbeute der Videojagd aus. Clips, die seiner Meinung nach Verstöße zeigen, stellt er online, womit wir wieder bei dem blauen Taxi wären. Ich habe die Bilder verlangsamt, damit die Polizei gleich überprüfen kann, dass er etwas isst. Hier in seiner Hand eine gelbe Packung Kekse. Die andere Hand lehnt so auf der Fahrertür. So hat er keine Kontrolle. Er weiß es zwar jetzt noch nicht, aber er ist fällig. Vermeintliche Verstöße stellt er nicht nur ins Internet, er meldet sie auch gleich der Polizei. Ganz bequem per Online-Formular. Dass mancher in ihm eine Art Spitzel oder Möchtegern-Sheriff sieht, stört ihn offensichtlich nicht. Selbstjustiz zu betreiben, heißt das Gesetz in die eigene Hand zu nehmen. Ich dokumentiere nur, und das sehr effektiv. Ich lasse die Polizei und Justiz das machen, wozu sie da sind, und sorge nur dafür, dass diese Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Auch wenn sie ihren Job verlieren. Wenn ich am Ende das Leben von nur einem Radfahrer retten kann. Idioten wie der achten nicht richtig auf die Straße. Dann fahren sie jemanden tot und sagen, oh sorry, ich habe sie nicht gesehen. Auf der Suche nach mehr Platz für Radler plant man in London jetzt Unterirdisches. Alte U-Bahn-Einrichtungen wie diese Station der Piccadilly-Linie und Tunnel sollen genutzt werden. Was sich schräg anhört, brachte der Firma Gensler einen City Design Award ein. Dieses Projekt hat die Grundidee zu sagen, hier haben wir ein Stück Tunnel, dessen Bau zig Millionen gekostet hat. Und dieser Tunnel wird nicht mehr genutzt. Die Frage ist, kann man ihn reaktivieren und so kurze, direkte Wege unterhalb der Stadt schaffen? Nehmen wir eine Station wie Holborn. Anstatt von dort zurück auf die Straße zu gehen, könnten die Leute auch durch den Tunnel gehen oder Rad fahren und würden so schneller und komfortabler zum Beispiel nach Aldwych gelangen. Weiterer Vorteil, im Untergrund ist das Londoner Wetter erträglicher. Sollten Superhighway und Tunnel kommen, brechen für Dave Sherry bessere Zeiten an. Oder auch nicht. Stopp. Drei Punkte. Da, der Radfahrer. Bei Rot. Freihändig am Handy. Super gemacht, Idiot. Völlig unbeirrt. Erst am Schreiben. Schau, die alte Dame schreibt SMS und fährt nicht los. Schlechter Fahrer, lerne zu fahren. Londons Straßen sicherer gemacht hat Cherry noch nicht wirklich. Den Titel meistgehasster Radfahrer hat er aber sicher. Es ist verdammt riskant. Weshalb? Sie geben einen Scheiß auf dein Leben. So einfach ist das. Übrigens nicht alle auf Londons Straßen hassen Dave Sherry. Mit den Busfahrern in der Metropole versteht er sich ganz gut. Er ist selbst einer.